Hallo, Servus Leute, hier ist Dennis Molina, dein Motivateur. Guck mal, was ich gefunden habe. Ah, dieses Video ist für die Leute, die Fremdsprachen lernen. Tamam. Çok güzel. Şimdi Türkçe konuşmak istiyorum. Tamam. Also, das ist Türkisch. Ich habe hier ein Fernbedienung im Fernsehen einfach gefunden. Ein bisschen langweilig, so kurz bevor die Familie aufsteht. Das bedeutet, jetzt kann ich Türkisch hören. Ich muss euch was gestehen. Ich verstehe gar nichts, weil es ist ja einfach politisch und so, ne? Aber es ist mir wurscht, weil wenn man eine Fremdsprache lernt, soll man auch akustisch reif werden. Und das erreicht man, indem man die Sprache immer wieder hört. Viele Leute frustrieren sich, lass mal kurz ein bisschen leise machen. Viele Leute, nachdem die eine Fremdsprache lernen, dann die verlieren an Motivation, weil nach 1 oder 2 Monaten oder sogar Wochen, die verstehen nichts, die wissen gar nicht, worüber es geht, die können sich viele Worte nicht merken und das ist normal. Man muss einfach weitermachen und man muss einfach an der Sprache bleiben. Also bei mir im Seminar kann man ja ein paar Techniken erlernen, wie man sogar in einer Fremdsprache sich so recht schnell finden kann. Und das ist, was euch weitergeben möchte. Wenn jemand eine Fremdsprache lernen möchte, einfach dranbleiben. Es gibt 6 Bereiche, um eine Fremdsprache zu lernen. Also, lesen, hören, sprechen, schreiben, Wortschatz. Und die Nummer 6 und ganz wichtig, Grammatik. Die Grammatik, die viele verabscheuen, viele wollen gar nicht davon wissen, das ist verdammt wichtig, weil ohne Grammatik kannst du die Sprache nicht lernen. Natürlich, in der deutschen Sprache, es gibt viele Deutsche, die sagen, ja, das kann ich gar nicht erklären, ich kenne es einfach, natürlich, weil die das von Kind auf gelernt haben. Aber wir haben den Nachteil, dass wir die Sprache nicht kennen. Wir, also Ausländer, müssen die Sprache über die Grammatik lernen, weil sonst werden wir die Sprache niemals beherrschen. Also, bleib dran, bleib motiviert, bleib hungrig nach Wissen und bis zum nächsten Mal. Dein Motivateur, Dennis Molina.